Wer hasst Montage und liebt Lasagne? Richtig, Garfield. Von daher schnappen wir uns ein paar Blöcke und bauen unserem Kater sein neues Zuhause. Ja, da brauchen wir erstmal wieder ein paar Blöcke. Heute beginnen wir erstmal, dass wir uns ein bisschen gelbe Wolle raussuchen, dennoch ein bisschen gelber Beton. Schwarzeichenholz, Blöcke, Treppen und Stufen sind heute dabei. Dennoch ein paar Steinziegelstufen, dann holen wir uns noch ein paar schöne, ja, gute alte Trichter raus, wie noch Steinziegelmauern und natürlich noch braune Keramik. Zuallererst geht's wie immer mit unserem Grundriss los. Dabei schnappen wir uns erstmal die gelbe Wolle und ziehen uns eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke, die uns erstmal gerade lang ziehen. Dann gehen wir auf die rechte Seite, setzen noch einer hinten weg, eins zur Seite so schräg weg und dann gehen wir nochmal zur Seite und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz und setzen wieder einmal gelbe Wolle. Ne, wie gesagt, 5 Blöcke dazwischen Platz lassen. Wenn wir das ganz soweit haben, gehen wir jetzt hier bei diesen einen nochmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier 10 Blöcke. Und dann können wir jetzt einmal, würde ich mal sagen, zur Seite wieder rübergehen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Und wenn wir das denn soweit haben, gehen wir hier hinten so schräg mal zur Seite weg und setzen da einmal nochmal 2 hin. So, dann können wir wieder einmal wieder zur Seite gehen und können das Ganze jetzt auf die Länge ziehen, wie wir das schon vorne haben. Können natürlich noch die Seite hier einmal miteinander verbinden. Und wenn wir das Ganze haben, wollen wir das jetzt auch erstmal ein bisschen hochziehen. Und zwar hat das eine ganze Höhe von 6 Blöcke. Da machen wir immer so einen Wechsel rein, hier einmal mit gelbem Beton und gelber Wolle, dass wir insgesamt 6 haben. Jetzt habe ich hier schon 5 und 6. Ja, wenn wir das soweit haben, können wir das Ganze erstmal hochziehen. Wenn wir unseren Grundriss dann so hochgezogen haben, können wir über der Öffnung, die wir ja hier hatten, noch die letzten 2 reinsetzen. Weil das wird ja hier später unsere Garage werden. Aber bevor wir die setzen, wollen wir erstmal die Seitenteile machen für unser Dach. Dabei beginnen wir auch hier in der Ecke erstmal, wo wir die Garage haben. Genau hier unbedingt setzen wir. Und wir müssen auch immer wieder im Wechsel, sag ich mal, unsere gelbe Wolle so ein bisschen setzen. Und zwar setzen wir dahinter einfach mal so 3-mal gelbe Wolle hin. Dann setzen wir darauf wieder einmal unsere gelben Beton und wieder gelbe Wolle. Ups. So, dass wir hier so eine kleine Treppe so nach oben kriegen. Durch diese Treppe wissen wir genau, wo wir, sage ich mal, jetzt hier hinten das noch ein bisschen ansetzen können. Und zwar lassen wir jetzt hier vorne die ersten 2 Blöcke Platz und können hier dann einfach die nächste Ebene raufsetzen. Die können wir ja auch einmal erstmal so rübersetzen. Und dann machen wir ja eigentlich auch wieder diesen Wechsel einfach mit den Blöcken, dass wir uns das hier erstmal auf die Höhe ziehen, so wie wir das hier haben. Ich würde mal sagen, dass wir darauf nochmal eine weitere gelbe Betonschicht uns einmal setzen. So, dass wir insgesamt hier halt 4 Ebenen haben. Und dann, würde ich mal sagen, bauen wir uns hier so eine kleine Pyramide nach oben. So, ich ziehe mir erstmal das hier so ein bisschen lang. Ne, dass wir hier dann die nächste Reihe einfach mal mit gelber Wolle machen. Und ganz oben dann nochmal gelben Beton drauf. So, und wenn wir das soweit haben, können wir so dann auch wieder runtergehen. Hier müssen wir natürlich immer diesen Wechsel so ein bisschen machen von den 2 Blockreihen. Dass wir später halt nicht so viel Arbeit haben, das auszutauschen. So, und wenn wir dann, sage ich mal, hier dann wieder so pyramidenartig runtergehen, wissen wir, wo wir hier anhalten. Jedenfalls wollen wir das nochmal überprüfen mit der anderen Seite, weil da ist ein bisschen das Ganze doch übersichtlich, ja? Denn hier machen wir das Ganze mal wie eine Pyramide, einfach immer hier so hoch. Am Ende sollten wir natürlich so eine Zweiermitte bekommen. Also setzen wir hier jede Schicht für Schicht wie eine Pyramide hier an der Seite schön langsam hoch. So, und dann sollten wir auch sehen, zack, zack, sollte dann auch perfekt aufgehen mit der anderen Seite. Man kann auch mal sicherheitshalber rüberfliegen, aber nee, das passt wie aufs Auge. Ja, super. So, wenn wir das Ganze dann haben, würde ich mal sagen, dass wir erstmal auf die Rückseite fliegen. Und wir haben ja, sag ich mal, hier so ein bisschen, sag ich mal, ein höheres Maß als hier drüben. Da würde ich mal sagen, dieses höhere Maß, das können wir erstmal gerade bis zur anderen Seite einmal rüberziehen. So, zack, 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 dass wir uns jetzt erstmal hier so gerade rüberziehen. Und wenn wir das haben, fangen wir jetzt schon an, so mit diesen Vorbau, sag ich mal, für dieses hintere, weitere Stockwerk und wie vorne natürlich noch die 2 Stockwerke. Da fangen wir auch erstmal auf der Vorderseite an. Schnappt dann nochmal die gelbe Wolle, weil damit beginnen wir hier auf der Vorderseite. Wir lassen an der Seite einfach eine Blockreihe Platz und setzen uns hier 3 hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Eine Blockreihe Platz lassen und wieder 3 hin. Wenn wir die 2 Markierungen soweit haben, können wir das Ganze erstmal auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcken uns ziehen. Ne, dann machen wir auch hier wieder diesen Wechsel einfach mal rein mit unseren 2 Blöcken. So, und dann können wir einfach dazwischen die Mitte einmal freihauen. So wollen wir es aber noch nicht beenden, denn dahinter wollen wir noch so pyramidenartig was weiterziehen. Und zwar an unseren gelben Beton setzen wir einfach eine Blockreihe an. Natürlich bei der gelben Wolle gleich 2. Und hier oben beim gelben Beton können wir auch nochmal so 3 nach hinten einfach mal setzen. Wie so eine kleine Pyramide ziehen wir uns das einfach mal nach hinten weg, damit die Seite auch schön abgedeckt ist, ne, und dass man da nicht reingucken kann, auch wenn wir später das Dach uns einmal setzen.
So, wenn wir das auf der Vorderseite erstmal soweit haben, wollen wir es noch auf der Rückseite machen. Auf der Rückseite lassen wir jetzt an den Seiten jeweils immer zwei Blöcke Platz. So, dann können wir schon mal unsere gelbe Wolle einmal nehmen und das auch nochmal zur anderen Seite ziehen. Und hier lassen wir auch nochmal zwei Blöcke Platz zu den Seiten. So, jetzt können wir hier insgesamt, würde ich mal sagen, nochmal drei weitere Schichten einmal raufsetzen. So. Wenn wir diese drei Schichten haben, geht es auch hier wieder nach hinten weg, dass wir hier wie so eine Pyramide uns das einfach mal nach hinten ziehen. Zack, können wir hier auch wieder dreimal machen insgesamt. So, das ist ja dann später für unser Dach dann auch wieder gut, ne, wenn wir das schon mal so ein bisschen verkleidet haben. Dann platzieren wir nochmal an den Seiten mit gelbem Beton, würde ich mal sagen, nochmal hier hinten zwei weitere Blöcke einfach rauf, sodass wir hier vorne nochmal zwei frei haben. So, andere Seite auch nochmal, einfach zwei gelbe Betonblöcke hinten rauf, dass wir vorne zwei frei haben. Zum Schluss wollen wir natürlich noch Fenster reinschlagen, da fliegen wir an der Seite hin. Wir hatten ja hier diese Dreier-Ebene. Und dann würde ich sagen, hier gleich ab der zweiten oder ersten Ebene hier von denen, lassen wir an der Seite drei Blöcke Platz. Schon schlagen hier ein viermal, also zweimal zwei Fenster rein. Machen wir auf deiner Seite genauso. Wir lassen auch hier drei Blöcke Platz und schlagen hier unser Fenster rein. So, jetzt fangen wir ja schon an mit den ganzen Fenstern. Da würde ich sagen, können wir gleich ein bisschen mehr freihauen. So, wir sind dann nochmal auf der Rückseite und können hier auch gleich weitermachen. Und zwar fliegen wir hier unten einmal hin, lassen an der Seite zwei Blöcke Platz und schlagen dann hier ein zweimal drei Fenster rein. Andere Seite genauso, zwei Blöcke Platz lassen und ein 2x3 Fenster reinhauen. So, dazwischen sollten wir wieder drei Blöcke haben. So, jetzt geht es hier wieder weiter, dass wir jetzt hier eine Blockreihe lassen. Dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Das Ganze machen wir auf ein Maß von 4 insgesamt. Und können daneben, würde ich mal sagen, eine Reihe Platz lassen und dann schlagen wir wieder ein 2x3 Fenster da einfach mal daneben rein. Wenn wir das soweit haben, fliegen wir mal hier zur Seite, würde ich mal sagen, auf der rechten Seite von unserem Haus. Lassen hier auf der Rückseite zwei Blöcke Platz und schlagen wieder ein 2x3 Fenster hier einfach mal rein. Danach geht es dann schon auf die Vorderseite, dass wir hier einfach zwei Blöcke Platz lassen, wieder ein 2x3 Fenster uns hier reinhauen. Dann eine Reihe Platz lassen, dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg, auch wieder hier auf eine 4er Höhe, denn das wird wieder eine Tür werden. Und dann machen wir vorne nochmal ein weiteres Fenster einfach mal rein. Den nächsten Schritt, den wir machen, ist jetzt erstmal unser Dach aufsetzen, damit wir, sag ich mal, einen besseren Überblick bekommen. Dabei legen wir erstmal mit unseren Schwarzeichenholztreppen und Stufen los. Und ich würde mal sagen, was wollen wir zuerst verbauen? Wollen wir das erstmal das Hauptdach hier machen hier vorne? Ich glaube, das machen wir erstmal als erstes. Da setzen wir jetzt erstmal unsere Treppenreihe komplett hier einmal an, denn an sich ist unser Dach komplett mit Treppen gebaut. Also eigentlich so ein typisches Standard-Minecraft-Dach, wie man es so ein bisschen kennt. Da fange ich erstmal hier auf der einen Seite an, wo wir das eigentlich an der Seite komplett wie eine Pyramide hochgesetzt haben. So können wir auch einfach unsere Treppen hier einfach mal ransetzen und das Ganze dann hier auch erstmal mit dem Dach verkleiden. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, euch das hier so verkleiden möchtet, ihr seht ja, sag ich mal, wir haben ja hier diesen Vorbau, da bauen wir dann extra Dach für. Also das, wenn sich das jetzt irgendwie so kreuzen sollte, dann zieht das natürlich jetzt hier nicht so durch oder rüber, dann zieht das einfach nur so weit es halt geht. Denn dazu kommen wir dann gleich noch. So, da würde ich erstmal sagen, dass wir unsere Treppen hier erstmal so ein bisschen lang ziehen. So, wenn wir denn unsere Treppen so ein bisschen lang gezogen haben, fliege ich nochmal mit euch auf die Rückseite. Denn da weiß ich nicht, ob das jetzt der eine oder andere verstanden hat. Von daher, wir ziehen hier das Dach auch komplett einmal gerade zur anderen Seite rüber. Auch wenn wir, sage ich mal, hier diese Verengung haben, wo wir es ja ein bisschen kleiner gemacht haben hier, Auch da ziehen wir komplett die Treppen einmal rüber bis zur anderen Seite. Und dann fällt ihr bestimmt auf, hier innen drin müssten wir vielleicht noch einen Block mal setzen. Nochmal hier so einfach gelbe Wolle, damit man hier oben natürlich nicht reingucken kann. So, wenn wir das Ganze haben, wollen wir jetzt erstmal auf die Vorderseite fliegen. Und jetzt, sage ich mal, über unsere Garage das Dach bauen. Da geht es eigentlich auch wieder mit Treppen los, dass wir die hier einfach vorne ransetzen. Denn hier einfach an der Hauswand setzen wir auch nochmal Treppen ran. Und da ganz davor setzen wir einfach unsere Stufen hin. So, geht ja relativ fix. Jetzt geht es weiter mit den oberen Dächern hier. Dabei wollen wir an den Seiten natürlich hier erstmal eine Treppe setzen. Ganz oben können wir eigentlich drei Stufen machen. In der Mitte machen wir einen Block und dazwischen einfach so eine umgedrehte Treppe. So, wir können das Ganze natürlich dann auch gleich einmal überstehen lassen. So halt die Treppe natürlich an den Seiten, das ist natürlich ganz klar. Und bei den Stufen, die machen wir wieder so wie so ein Block. Ist zwar kein Block, halt einfach so zwei Stufen zusammen. Und dann haben wir die Dächer hier vorne auch schon fertig. Wie gesagt, ganz simpel. Hier die vorderen zwei, also Treppen an den Seiten. Dann machen wir oben drei Stufen rauf, in der Mitte einen Block. Überstehen lassen tun wir das hier oben beim Block natürlich mit einer Treppe. Die Stufen formen wir hier einfach mal zusammen wie so ein Block optisch. Und die Treppen sind ja ganz simpel einfach so nach vorne gezogen. Und wenn wir, sage ich mal, diese Dächer soweit haben, können wir die natürlich dann einmal mit unserem Dach hier hinten verbinden. Sollte auch alles perfekt aufgehen. So können wir einfach alles zuziehen. Natürlich jetzt hier bei unserem Block müssten wir natürlich eine Treppe hier hinten weghauen und die einfach mal austauschen. So. Dann fällt das gar nicht auf und hier können wir das auch perfekt anschließen. So, das andere Dach müssen wir natürlich auch noch anschließen.
Und wenn wir die zwei kleinen Dächer hier auf der Vorderseite haben, gehen wir nochmal auf die Rückseite, denn da wollen wir natürlich auch noch bei unserem weiteren Stockwerk hier auch noch das Dach aufsetzen. Erster Schritt ist einfach hier an der Treppe einfach mal zwei Stufen ranzusetzen. Dann gehen wir hier wieder runter mit einer Treppe und setzen nochmal zwei Stufen einfach vorne ran. Das war's eigentlich. Und dann können wir das Ganze einfach rüberziehen bis zur anderen Seite. So, und führen das Ganze hier nochmal aus. Sehr schön. So, wenn wir das Ganze haben, wollen wir jetzt das Dach natürlich noch überstehen lassen und verdicken. Ja, machen wir Seite für Seite, weil das immer ein bisschen unterschiedlich ist. Wir beginnen dann erstmal, würde ich mal sagen, auf der linken Seite hier beim, ja, bei unserer Pyramidenseite einfach mal. Die ist ganz einfach. Da setzt ihr einfach die Treppen, ups, ganz normal einfach hier nochmal einmal überstehend einmal ran. Ja, das ziehen wir uns dann natürlich hier so einmal hoch. Und wenn wir das denn soweit haben, müssen wir einfach darunter einfach nur immer eine umgedrehte Treppe setzen. So ist das Dach dick und auch sehr stabil und dann kann man das erstmal so lang ziehen. Okay, wenn wir das Ganze haben, gehen wir jetzt weiter. Und zwar fliegen wir dann einmal auf die Rückseite. Und wollen dann erstmal hier oben das Dach ein bisschen dicker bauen. Auch hier, erster Schritt, alles einmal zu den Seiten überstehen lassen. Und hier an den Seiten setzen wir einfach nur eine Stufe hier runter. Und das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Eigentlich relativ simpel, ne? Das Dach hier ein bisschen dicker zu bauen. Können wir nochmal auf der anderen Seite machen, weil es halt relativ fix geht. Einfach nur erstmal alles einmal überstehen lassen. Und dann einfach hinter dieser Treppe, blub, eine Stufe ran und fertig. Dann habt ihr das abgeschlossen. Jetzt wollen wir natürlich noch hier unten, sag ich mal, die Seite hier machen. Ist eigentlich genau das gleiche Prinzip wie auf der anderen Seite. Dass wir hier natürlich einmal die Treppen so überstehen lassen. Ups, natürlich sollten die ordentlich überstehen lassen. Das können wir dann hier einmal bis nach oben machen. Und dann machen wir es auch erstmal nur bis hier. Also diesen Komplex hier einfach, dass wir die Treppen überstehen lassen. Darunter natürlich eine Treppe setzen. Und wir haben das, sag ich mal, so überstehend hier. Das heißt, ihr könnt hier runter natürlich dann auch einmal die Treppen blub, so umgedreht einfach mal hier noch so lang ziehen. Ne? Damit das auch schön stabil ist und nicht nur an den Seiten, sondern auch hier, wo wir das Dach so ein bisschen überstehen haben, ne, dass es nicht runterfällt. So, dann machen wir auch hier wieder erstmal die ganze Verkleidung. Und wenn wir es natürlich hier auf der Seite auch wieder dicker gebaut haben, bleibt nur noch das vorne übrig bei unserer Garage. Und zwar hier müssen wir es einfach nur einmal überstehen lassen. Und dann war es das erstmal. Warum? Denn jetzt bauen wir auch noch unsere Regenrohre, damit das ganze Regenwasser dann auch schon abgeleitet wird. Dabei beginnen wir auch hier an der Seite. Dass wir hier, würde ich mal sagen, erstmal hier, jetzt habe ich gar nicht alle Blöcke zur Hand. Ich habe mir nochmal schnell eine steinzige Treppe rausgesucht. Die brauchen wir jetzt einfach mal. Gar nicht gerade gedacht, aber die brauchen wir. Und zwar beginnen wir jetzt hier auch bei unserer Garage erstmal, dass wir hier runter einfach eine ungeriete steinzige Treppe setzen und darunter noch Stufen und ganz vorne setzen wir auch nochmal unsere Steinstufen einfach mal hin, dass wir uns hier, sag ich mal, so einen kleinen Regenrohr machen mit so einem Trichter dahin und dann können wir das Rohr einfach so nach unten ziehen, ne, damit das Wasser abgelassen wird. Das wollen wir nochmal ein bisschen besser bauen und zwar gleich darüber. Da setzen wir auch nochmal einfach mal unsere Stufen hin und hier an der Ecke machen wir einfach einen Trichter hin. Und nochmal unser Regenrohr. Ist so ein bisschen logisch vielleicht gemacht, ne? Sag ich mal, das Wasser wird hier gesammelt, wird dann hier abgelassen und geht hier runter und dann wird es hier weiter abgelassen und dann ist es halt unten am Boden, ne? Doch ein bisschen sehr logisch gemacht. So, jetzt wollen wir doch auch nochmal hier vorne machen, bei unserem Haus, dass wir hier auch nochmal, zack, unser Regenrohr einfach mal so ransetzen. Diesmal machen wir den Trichter hier einmal nach hinten gesetzt. Sollten das vielleicht so machen, dass der auch nach unten guckt. Das weiß ich gar nicht, habe ich das auf der anderen Seite auch gemacht, dass der nach unten guckt? Ja, müssen wir darauf achten, weil sonst verbindet er sich ja natürlich nicht mit der Mauer, ne? Also von daher darauf achten, dass der Trichter halt diese, na, hier so nach unten geht halt. So, dann können wir das Ganze hier auch wieder einmal zum Boden verbinden. Und dann sind wir eigentlich auf der Vorderseite mit unserem Regenrohr fertig. Das wollen wir natürlich aber nochmal auf der anderen Seite machen. Das heißt, wir fangen, würde ich mal sagen, erstmal oben an, dass wir nochmal unsere Steinziegelstufen nehmen. Die jetzt hier einfach vorne einmal dran platzieren. Rüberziehen bis zur anderen Seite. Hier setzen wir aber einen Trichter ran und das können wir dann auch wieder einmal nach unten setzen. Du kannst das Ganze jetzt so lassen. Oder wir schlagen hier einmal die Treppe weg. Hier auch vielleicht noch ein bisschen das Mauerwerk. Tauschen hier ein bisschen was aus durch unser Dach. So. Und verbinden einfach mal die Mauer hier so ein bisschen besser. Dann geht die ein bisschen besser ins Dach rein, ne? Als wenn wir die auf der Treppe setzen. So, dann wollen wir nochmal ein zweites Rohr basteln. Und zwar setzen wir das jetzt hier vorne einmal komplett dran. Auf der Rückseite. So, und dann können wir hier eigentlich, würde ich mal so sagen, ach, bekommen wir mal das wie vorne, dass der Trichter so nach hinten geht. Genau. So, dann können wir auch das hier wieder einmal mit dem Boden verbinden und dann haben wir auch hier unser Regenrohr fertig. So, zu guter Letzt wollen wir noch ein paar Sachen machen. Zum einen basteln wir mal unsere Türen. Auf der Rückseite haben wir eine Tür. Da setzen wir einfach mal unsere Keramik hier an der Seite einfach mal hin. Und ganz oben setzen wir einfach nur noch unsere Schwarzeichenholzstufen in der Mitte dazwischen. Fertig ist die Tür, also der Türrahmen erstmal. Das machen wir auch nochmal natürlich auf der Vorderseite. Auch nochmal einfach hier so simpel die Tür hin. So. Und jetzt brauche ich mir nochmal den Schwarzeichenholzblock. So, da habe ich meinen Schwarzeichenholzblock noch rausgeholt. Und zwar wollen wir natürlich noch das Garagentor gleich mal bauen. Dann nehmen wir einfach unsere Blöcke und können die hier zack, zack, zack einmal so lang ziehen hier. So.
Haben wir unser Tor natürlich zugebaut. Die Mitte schlage ich hier einmal hier oben den einen weg und tausche den mal aus durch eine Stufe. Denn bei unserem Garagentor haben die da oben noch so ein leichtes kleines Fenster. Ja, und dann sind wir erstmal mit diesen ganzen Blöcken fertig. So, jetzt kommt der einfache Part. Und zwar holen wir uns einfach mal ein bisschen Eichenholzblöcke und Treppen und ein bisschen Stolperdrahthaken raus, wie Birkenfalltüren, Pupo-Treppen und Stufen. Denn empfehle ich euch heute mal ganz normales Glas. Passt eigentlich gut dazu. Und zum Verkleiden nehme ich heute mal ein bisschen hellblauen Beton. Kannst auch gerne andere Farbe nehmen, was du zum Verkleiden gerne nehmen möchtest. Und dann holen wir uns nochmal einen Steinknopf raus. So, erstmal die einfachen Sachen würde ich sagen. Der Steinknopf ist natürlich unsere Klinge hier vorne. Ne, kann man ding ding. Einmal klingeln am Haus. Und dann wollen wir uns erstmal die Tür basteln. Ganz einfach gesagt, wir setzen erstmal unsere Holzblöcke hier hin. So, so, so. Können wir erstmal die ganzen Holzblöcke hier reinsetzen. Und dann will ich hier oben einfach mir nochmal zwei Treppen hinmachen, damit das hier so eine kleine, ja, so ein kleines Fenster noch bei unserer Haustür ist. Türknauf ran und fertig. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal auf die andere Seite gehen. Hier natürlich auch noch unsere Tür basteln. Hier ist eigentlich die Tür komplett normal zu. Also machen wir diesmal kein Fenster rein. Einfach so, Tür komplett bis nach oben basteln, Türknauf ran und fertig. So, jetzt gehen wir wieder auf die Vorderseite, denn wir haben noch unsere Birkenfalltüren. Die möchte ich mir vorne gerne als Läufer hinbasteln. Da setze ich mir einfach hier so ein bisschen die Fußmatte hin. Kannst auch gerne andere Falltüren nehmen, wenn dir da was gefällt, ne? Dann haben wir noch die Fußmatte. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Fenster bauen. Ganz einfach, unsere 2x3 Fenster sind immer komplett gleich aufgebaut. Die nehmen sich nicht etwas anderes. Wir machen einfach an den Seiten zwei normale Treppen und eine umgedrehte Treppe oben hin. Und so ist das Maß halt von diesem Fenster. Komplett immer gleich. Hier haben wir nochmal das Fenster. Zack, zack. Ziehen wir es rein. Super. So, das müssen wir natürlich noch auf allen Seiten machen. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar, wir haben ja noch, sag ich mal, das obere Stockwerk. Da nehmen wir einfach nur unsere Stufen. Die platzieren wir einmal unten wie oben. Das machen wir natürlich nicht nur, sag ich mal, jetzt hier bei diesen Fenstern. Nein, auch auf der Rückseite. Da fliegen wir auch nochmal hin. Machen wir das einfach nur mit den Stufen. Jetzt, sag ich mal, kein 3x2 Fenster. Von daher kommen da die Stufen hin. So, und wenn wir das haben, mache ich nochmal hier einen Klick und dann sind die anderen Fenster ausgefüllt. Ja, wenn wir dann die Fenster alle soweit haben, bleibt natürlich noch eins übrig. Jetzt muss ich mich halt hier wieder reinbohren hier ins Haus. So, ich gehe einfach mal durch die Tür. So, und zwar bleibt uns noch ein Schritt übrig. Natürlich noch überall die Glasblöcke hintersetzen. Und wenn du es dir natürlich nicht einrichten möchtest, dann verkleid es noch bitte mit ein paar Blöcke. Mach dir die Mühe. Sieht immer schöner aus als Dekohäuschen denn. So, und das machen wir eigentlich hier bei jedem Fenster, was wir haben. Natürlich auch hier, zack, bei dem Garage müssen wir auch noch natürlich noch ein Fenster hinsetzen, ne? Ja, und dann verkleinern wir das Ganze mal. Beim Rumfliegen ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen, den wir noch verbessern möchten. Und zwar auf der Rückseite, nachdem wir natürlich all unsere Fenster schön verkleidet haben. Gucken wir uns mal hier die Rückseite an. Ich glaube, das können wir noch ein bisschen verbessern. Und zwar schlagen wir hier vor einfach mal die eine Treppenreihe weg. Ja, die können wir noch mal komplett hier weghauen. Denn ich hätte hier lieber statt Treppen, na gut, die Treppen können wir ja an der Seite lassen. Nur ich mal sagen, so drei Treppen, weil wir es ja überstehen lassen haben, können wir hier ruhig lassen. Hier hätten wir unser Regenrohr. Und ansonsten setzen wir hier einfach mal keine Blöcke hin, sondern einfach die Stufenreihe. Damit man noch so ein bisschen was von der Hausfassade sieht und die Dächer oder die Fenster nicht komplett aufs Dach aufliegen. Ne? Dass man hier noch so ein bisschen von unserem Mauerwerk was sieht. Das sieht dann das Ganze doch ein bisschen schöner aus. Ne? Das kommt besser rüber. Ja, ansonsten gucken wir nochmal hier von den Seiten, ob alles so passt. Hier auf der Seite befindet sich kein Fenster. Ich weiß nicht, warum die da kein Fenster haben. Naja, kann man vielleicht noch verkleiden mit Büschen oder sowas. Ja, ansonsten auf der Vorderseite sind wir eigentlich hier gut tüffig. Man kann sich gerne auch noch dieses Dach auch noch leicht überstehen lassen. Aber ich lasse es eigentlich weg, weil es doch ein bisschen zu viel denn einnimmt so von der Optik. Von daher lasse ich mir das hier einfach mal so komplett glatt. Macht nichts. Bei Garfield ist es eigentlich relativ sehr dünning. Also so dünn können wir das nicht machen, sonst müsste man so eine halbe Treppenreihe hier überstehen lassen. Aber hast du, solange sowas noch nicht geht, lassen wir es komplett lieber glatt. Ja, ansonsten sind wir so gut wie fertig und brauchen erstmal noch ein bisschen Blöcke. Denn um das Haus noch abzuschließen, brauchen wir wirklich nur ganz bisschen was. So ein bisschen Krimskrams noch. Zum einen können wir noch vorne so einen Briefkasten jetzt hier einfach mal reinbasteln mit so einem Gegenstandsrahmen und einer Truhe. Dann haben wir den Briefkasten schon mal fertig vom Haus. Vielleicht noch einen Hebel, um, sag ich mal, die Garage aufzumachen. So platziere ich mir einfach mal hier an der Seite ein Hebelchen noch. Ja, ansonsten vielleicht kann man sich auch noch eine Mülltonne basteln. In vielen Folgen sage ich, dass man hinten beim Haus hier so eine Mülltonne stand. Einfach einen Kessel mit Eisenfalltür drauf, fertig hast du das. Ansonsten kannst du natürlich noch Blätter nehmen und Gräser, um dir, sag ich mal, hinten noch den Garten und sowas zu basteln, wie du willst. Ich habe jetzt hier einfach mal rosanen Beton, wie trockenen rosanen Beton oder violetten Beton eher genommen, um mir den Gartenzaun zu machen. Vielleicht kannst du hier hinten auch noch einen Schuppen basteln. In vielen Folgen sage ich da einfach einen, der Schuppen auch relativ simpel, wie man sich so einen schnell basteln kann. Vielleicht noch so ein kleines Vogelbecken, sage ich auch noch, ne? Ja, und ansonsten nimmst du noch ein paar Blätter und dann kannst du hier einfach noch überall, so ein bisschen an der Hausfassade, wo du meinst, wo ein paar Blätter hin müssen,
einfach noch platzieren. Besonders hier bei dieser großen leeren Wand, die wir hier haben, würde ich dir das echt empfehlen, dass du wirklich noch ein paar Blätter nimmst und dann einfach hier das Ganze dann noch so leicht verkleidest. Natürlich auf der Vorderseite kannst du dir auch noch ein paar Büsche bauen. Ne, wie du möchtest. Ja, und wenn wir das dann also verkleidet haben, sind wir durch. Ich hoffe, bist du mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht das Häuschen von Garfield da. Jetzt kann er einsehen, sich wieder auf die Couch hinlegen und wieder Fernsehen gucken den ganzen Tag, wie wir ihn so kennen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.